Ich habe es mir gerade zur Aufgabe gemacht, alle zerschießbaren Flaschen in diesem Raum kaputt zu machen. In diesem Raum? Aber total doof. Alle Flaschen in euren Räumen kann ich nicht kaputt schießen. Sie sind unzerstörbar. Unzerstörbar. Okay. Ich bin unzerstörbar. Bist du nicht, Marco? Träum weiter. Nichts und niemand hält mich auf, denn ich bin Assassine. Es ist gerade ein Pfeil an mir vorbeigeflogen. Das sieht sehr strange aus. Seine blauen Striche, die hier durch den ganzen Raum gehen. Und damit herzlich willkommen bei Vermintide. Ja. Ja, und jetzt geht's wieder. Was? What? Was? Was? Dieser Pfeil flog gerade durch mein Bild, ohne dass Marco geschossen hat. Der hat sich verirrt, der war irgendwo noch im Raum. Gib's zu, Marco, du willst mir in den Rücken schießen. Von hinten in den Rücken durchs Auge? Nee, das war irgendwie anders. Wir sind bei der letzten Mission. Ja. Nämlich bei der weißen Ratte. Ja, auf. Ja, warte. Das ist der einzige Bossfight im gesamten Spiel. Ihr hopps, glaube ich. Ja, ich bin immer noch auf normal, nicht? Leute? Ist für euch okay? Ja, die passt schon. Die letzte Mission haben wir auf normal geschafft. Wir haben den Aimbot-Bogen auf unserer Seite. Ich glaube ja. Ich denke ja. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ja. Gut. Doch, wir hatten doch gesagt, wir machen das jetzt auf normal, weil... Ja, weil wir inzwischen schon ein bisschen besser sind. Grauer Prophet, interessant. Oh, hey. So weiß ist sie gar nicht? Nee, nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, wieso das Ding die weiße Ratte heißt, weil wenn es um einen grauen Propheten geht... Regnet das da partiell? Ja. ja. Sehr interessant, also hier regnet's nicht, aber hier soll's regnen. Wetten, das ist ein, wie heißt das noch, Säureregen oder so? Oh ne, bitte nicht. Saurerregen, den hab ich gesucht, das Wort hab ich gesucht. Saunaregen. Saunaregen, oh ja. Okay. Da wollen wir, glaube ich, nicht runter. Ja, das ist die Frage, vielleicht will ich da ja runter. Ja, dann viel Spaß. Ich wollte gerade sagen, das Thema hatten wir schon mal. Ne, hier ist alles gerade versperrt. Ne, gut, schade. Kann man da hinspringen? Ich wollte gerade sagen, schmeiß den Bot runter und find es heraus. Aber. Hallo, da war ein Fenster. Alter. Ein Fenster. Okay. Ich hab Thor's Hammer gefunden. Ey, kann das sein, dass das jetzt echt nur ein Bossfight ist? Könnte sein, ja. Hätten wir es auch letztes Mal noch spielen können. ja. Bomben. Aber gut, wer weiß, wie krass der ist. Jeder hat Bomben. Ja, aber mehr nicht. Bin mal gespannt. Oh, die weiße Ratte hat sich sehr schick gemacht. Ja. Ah, ich glaube, da ist die weiße Ratte. Ah, okay. Ich glaube, wir können ihn nicht treffen. Das glaube ich auch. Jetzt. Oh, Mann. Jetzt. Oh, Mann. Jetzt. Jetzt. Oh, jetzt. Okay. Ah. Friedhof hat's kaputt gemacht. Alles in meinem Blickfeld brennt. Mal wieder. So gehört sich das. Feuer macht die Hitze, nicht? Das ist wie das alte Sprichwort schon gesagt hat, das Indianische. Was war das? Ich weiß nicht. Drum geflitzt. Alter, was ist denn los hier? Alter. The fire is consuming me! Ey, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Betrete das Lager. Achso, wir müssen das Lager einfach betreten. Sollten wir uns vielleicht mal voranbewegen? Ja, ach, Friedhof ist hier vorne schon. Ja, ich sterbe gerade. Flames consume me! Ich komme wieder auf die Beine.
Ich höre da irgendwas hinter uns flüstern. Markus, komm mit. Oh, da ist eine Truhe. Markus macht trotzdem Pause. Und ich heile mich mal eben und nehme das nächste wieder mit. Oh, cool. Brandbomben sind immer. Alter, ich krieg die Wachen nicht mehr mit einem Pfeil tot. Oh, okay. Oh. Was ist mit ihm passiert? Sag doch, Markus kommt nicht mit. Oh Gott, Leute. Oh, ich schmeiß mal eine Bombe. Help me. Wieso tötet eigentlich Marco alles? Alter, was ist denn hier los? Ich werf mal eine Bombe. Das ist doch nicht normal. Bin doch normal, hat er gesagt. Das hat nicht schon, hat er gesagt. Oh! Alter, ich hab 11-mal geholfen. Alter, was ist denn los hier, Leute? Oh. Ja, ich lieg hier auch gerade. Ich werde hier gerade fertig gemacht. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, die Mission können wir neu starten. Ja, packt ihr mal einen Trank rein? Ja, genau. Okay, ich bin tot. Ja, Marco auch. Weil ich komme da nicht hin. Oh, Alter. Spiel auf normal, haben sie gesagt. Gut wird das, haben sie gesagt. Komm her. Und tot. Hast du auch gesagt. Nein! Aber wieso sind das 10.000 Kommandanten? Ja, ist echt so, alles voll hier. Du kannst ja nicht einfach durchrennen, das geht doch gar nicht. Nee. What? Alter. Na okay, dann müssen wir einfach, wir müssen dicht an dicht bleiben, alles wegmetzeln. Hey. Ich hab Magen gehalten. Aha. Ja, stimmt. Einfacher Magen, toll. Erneut versuchen. Ja. Selber Schwierigkeitsgrad? Ja. Yep. Gut. Auf eure Verantwortung. Auf eure Verantwortung. Ja, was auch immer dich kostet. Was da kostet die Welt? Geld spielt keine Rolex. Komm schon. Ach komm, müssen wir uns das jetzt nochmal ansehen? Ja. Oh Mann. Wie Bob die Ratte da. Bob die Ratte, finde ich gut. Bob die Ratte gilt. Bob die Ratte quillt. Ich glaube, ich nehme mir trotzdem mal einen anderen Stab mit. Ich habe ja noch meinen blauen Stab, den nehme ich mir mit. Der war krass. Krass her. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Dann auch doch lieber Dolche anstatt Schwerter. Aber ich glaube, das ist ein bisschen krasser. Ja, schade, dass ich jetzt nichts mehr upgraden kann. Das hätte ich jetzt dann doch gern nochmal gemacht. Na gut. Bisschen weniger Überladung. Das wäre nämlich ganz geil. Kannst du es auf deinen Stab anwenden, oder? Ja. Also es hat er als Fähigkeit, als Bonusfähigkeit. Mhm. Und das ist ganz cool, wenn du 10% weniger Überladung kriegst, dann... Ja. Ist natürlich schön. Was macht ihr da? Tür öffnen? Tür. diesen Casual Fireball sozusagen. Friedhof. Die Axt im Haus, erspart dein Zimmermann. Vor allem mit dieser Drehung da. Hä? Geht das gleich von selbst oder was? Ja, da muss ich erstmal ein bisschen rüberschwingen hier, oder? Ah, nee, da oben, der grüne Diamant war das. Ich glaube, wir sollten einfach durchrennen. Ja, aber zusammen. Nee, ich renne alleine. Immer zusammen die rennen. Niemals alleine. Simple alleine. Ja, genau. Nur Markus kommt nicht mit. Markus! Aua, grüne. Ja. Oh, da oben, warte, da oben, da sind ganz viele von den Wachen. Deswegen wollte ich gerade sagen, tu's nicht, aber. Ja, ich schmeiß mal eine Bombe zu Markus. Kommt er vielleicht hinterher. Okay, wir sollten weiter. Ich mach auf. Gut. Heil mich auch einmal nebenbei. Gut. Ja, fein. Der Getränk ist Nein, lass Markus in Ruhe. Alter, was ist denn da schon wieder los?
Agro-Assassine. Oh nein, nein, aua, aua, nein, nein, aua, aua, nein, nein. What? Diese Elite-Einheiten töten mich mit zwei Schlägen. Was ist das denn? Das sind auch so viele. Lasst mich liegen und laufen. Nein. Lass niemanden zurück. Dann schmeiß wenigstens deine Bombe da rein. Ich pfeife mir mal einen Trank rein und nimm dann das Ding hier mit. Ich wollte auch gerade sagen, ich könnte mich einmal heilen, aber... Ja, wir sollten jetzt weitergehen. Ja. Los. Ohne weitere Umschweife, weiter. Alter, es tut so weh. Einfach laufen, Leute, einfach laufen. Scheißegal, was passiert, lauft. Riecht hier noch irgendwelches Zeug? Hier sind Healing Drops. Okay, oh, das ist gut. Heile ich mich, ich heile mich. Ah, ich nehme das sonst auch mit. Ja, nur ich musste mich jetzt einmal heilen, um zu gucken. Hier ist Munition, falls jemand Munition braucht. Ah. Und hier ist noch eine Kiste. Hier nochmal Healing Drop. Hallo, Healing. Healing! Ja, okay, wir müssen aber hoch. Gleich. Markus, komm vielleicht mal hierher, dann kannst du auch was mitnehmen. Schade, dass man den nicht rufen kann. Ja. Na gut, egal. Weiter geht's. Ah, komm schon, ey. So, was müssen wir machen? Hebt das Fass auf. Okay. Das wäre echt nicht verkehrt mit weniger, Alter. Weniger Verwurstung. Ja, ich muss... Oh, was ist denn hier los? Ich komme nicht mal durch die Tür. Alles so voll hier. Alter, so viele Ratten. Das ist so heftig. Ich hol mir mal ein Fass hier. Ja, mach mal Fass auf. Ich renn mit Marco zusammen. Hier ist eine Trisch-Kiste. Oh, ein Würfel. Die Trisch. Yay, Beutewürfel ist ja schon mal was. Müssen wir es nur noch schaffen. Nein, es brennt. Oh, dieser Sack hat Wo müssen wir mit dem Fass hin? Wo müssen wir mit dem Fass hin? Am Arsch der Welt. Irgendwo an Arsch der Welt, ja. Fuck. Wie viele sind da? Fuck you. Verdammt, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Das Fass, was muss bleiben? Renn, 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 ich hab ein Fass, ich hab ein Fass, ich bin gleich da. Oh! Ein Fass ist dran. Wo sind die anderen? Da oben. Alter, was ist denn da los bei euch? Alles voll. Ich bin froh, dass ich den Großbombenstab mitgenommen habe jetzt. Ich muss was saufen. Ich bring nichts, ich muss was saufen. Alter. Ah, da ist noch ein Trank, den ich gleich hier mit. Hier ist noch eine Bombe gewesen, nice. Ja, ich habe auch eine Bombe. Echt kein Ende hier. So, ich kümmere mich um die Fässer. Ja, wir auch. Kümmern uns alle darum. Nein, nur ich. Ich hab'n Pass. Gut, ich bleib bei Fritjof. Oh fuck. Oh fuck. Ah, es brennt, es brennt, es brennt. Ah, scheiße. Versucht die Fässer einfach die meiste Zeit zu werfen. Also weniger zu tragen als zu werfen. Aua. Nein, nein, ich bin am Haken. Ich bin nicht mehr am Haken, danke sehr. Ich hab das Fass. Beschützt mich. Autsch. Oh, was? Jo. Ja. Aber wir brauchen immer noch eins. Egal. Okay, immer wenn man ein Fass reinbringt, kommt erstmal eine riesige Welle, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit kommen riesige Wellen. Ja, ich glaube auch. Ich mache das mit dem Fass. Ich war immer der Beste im Rugby. Ich habe nie Rugby gespielt, aber egal. Ich habe das Fass. Achso, da bist du. Ich trinke mal einen Schluck. Haben wir. Sehr gut. Und weg hier. Oh Gott. Ich habe gerade 4 Ratten mit einem Bolzen getötet. Sehr gut. Puh. Was ist das für eine Joker-Ratte? Hier ist noch Munition. Joker-Ratte. Munition? Ich habe volle Munition gerade. Ja, Munition ist auch das Letzte, was ich brauche. Mhm. Hier ist noch eine Kiste hier oben. Mit nichts. Gar nichts.
Was müssen wir machen hier? Jetzt zerstören wir die Ankerpunkte. Haut's kaputt. Alles klar. Was? Rattenruger, scheiße. Oh fuck. Meine Fresse. Oh, Leute! Ich muss mir den Trank reinpfeifen. Aua. Granate, Leute! Aua. Ich hau ihm meinem Aufgeladenen entgegen. Haben wir schon noch einen Aufgeladenen? Wir haben ihn! Ja, wir haben ihn. Alter. Wow. Fast tot, aber und irgendwo ist eine Rattling Gun. Egal, die Rattling Gun ist, glaube ich, ein geringeres Problem. Ab die Rattling Gun. Alter Schwede. Das ist schon eine heftige Mission, muss man sagen. Oh ja. Ja, ist auch nicht umsonst die letzte. Bringt es überhaupt was, mit meinem Stab darauf zu knallen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, du musst es mit dem Nahkampf machen. Schade. Oh, der Nachteil am Zaubern ist echt dieses, dass man echt alles wieder weggasen muss. Mit deinen Ausdünstungen, aber sonst wäre das auch zu krass. Ja, klar, das auf jeden Fall. Komm schon, hier muss Heilung sein. Nein, einfach gar nicht. Nein, nichts. Echt scheiße. Boah. Du hast ein Fass angezündet. Ja, habe ich aus Versehen. Oh, warte, hier ist irgendwo ein Heilungsding. Oder sagen die Charaktere... Ah, da unten ist irgendwas. Wo? Nee, ist nur Stärke dran. Ich dachte ja, immer, die Charaktere sagen, oh, heil dich, wenn irgendwas in der Nähe ist. Aber ja, hat er gerade gesagt, meine Nächste, dieses Heal yourself, Dwarf. Ja, genau. Ja, aber da ging es, glaube ich, wirklich nur darum, dass ich so gut wie tot bin. Ja, aber wir haben gleich den letzten alle. Ankerpunkt. Ja, wir brauchen unbedingt was, ey. Oh, wie kommt man denn da an? Aua. Hammer. Gut. Hier ist eine Kiste. Oh, toll. Ein kleiner Trank. Kleiner Kacktrank. Oh, was? Es wird so dunkel. Es wird dunkel. Haben wir jetzt gewonnen? Wenn ich jetzt in der Cutscene sterbe, ne? Hey. Erzähl mir nicht, das war's jetzt. War's das jetzt? Das. With their leader slain. Nein! Really? So? Sure? Na, guck mal, da kommt noch was. Survivors of Uberstrike emerged to reclaim their shattered home. This was a victory, but no one had the strength to celebrate. Clanfester's assault was but a taste, a foreshadowing of what was to come. The battle for Uberstrike had been won, but the war had barely begun. The fires of Uberstrike were a signal. As the city burned, the borders of the Empire came under siege from Skaven, from the Chaos Warriors of the North, and from the living dead. These are the end. Mal ganz ehrlich, sie wollten so oft wie möglich Uberstrike nochmal reinhauen, ne? Uberstrike. Mal ganz ab davon, dass ich es seltsam finde, aber naja, auf jeden Fall. Das Ende? Ja, ich finde das jetzt gerade irgendwie seltsam. Ich dachte eigentlich, wir kämpfen noch gegen den. Ja, so, habe ich auch gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt kommt endlich mal ein Bosskampf, aber wenigstens teasern sie die Untoten und Chaos irgendwie so ein bisschen an, ne? Ist das ja, das Update oder was? Ja. Also anscheinend in den DLCs. Würde mich wundern, wenn wir jetzt wirklich nur noch gegen Ratten kämpfen in den DLCs. Warte mal, ich werfe jetzt mal meine Würfel und wir kriegen ja was ganz Gutes. Oh, drei. Zwei Würfel. Zwei. Wow. Zwei. Ernsthaft. Ja, drei. Ey, wow. Wir sind der Hammer, Leute. Ich habe irgendein grünes Schwert gekriegt. Ich habe einen Morgenstern, glaube ich. Was mir vollkommen egal sein wird. Morgenstern und Dinge, die die Welt nicht braucht. Hat er gerade Schlingel, die die Welt nicht braucht, gesagt? Marco, oh, Schlingel, die Welt nicht. Nein, 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 nein. Meine Sohn. Ab ins Gasthaus.
Alter. Okay. Also, das war also die, das Hauptspiel zu Das Vermintide. War Vermintide, ja. Würde ich sagen, das war Vermintide. Ich meine, wie lange sind wir jetzt dabei? Weiß ich gar nicht. Also, du meinst jetzt minutentechnisch? Ja, also, wie lang war die Mission jetzt ja nicht? Nee, die war, glaube ich, eine Viertelstunde oder sowas. So, ja. Wenn ich es im Urin habe. Weiß gar nicht, wollen wir in den Überlebensmodus auch noch reinspringen? Ich bin eigentlich noch nie so der Fan von Überlebensmodi. Nicht? Aber ich muss mal gucken, hier ist Belohnungsanschlagsbrett. Das ist jetzt stimmt, das haben wir jetzt freigeschaltet. Das ist jetzt durch ein Update dazu gekommen. Mhm. Du kannst halt irgendwie, weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Du kannst halt eine Quest Man hat hier Aufträge und kriegt dann dadurch irgendwelche Eigenschaften. Questschlüssel erforderlich. Nee, was? Erhöht den Fortschritt deiner aktiven Quest. Aha. Ach so, du machst halt, du nimmst einen Auftrag an und dann machst du so und so viele Hauptaufträge und kriegst dann Hauptaufträge, ja. Ach so. Kriegst dann quasi diesen Kleinkram und wenn du davon Schlüssel kriegst anscheinend, kannst du dir die anderen Sachen auch noch holen. Werkzeug des Maschinisten. So kann man also quasi auch massivst epische Gegenstände farmen, wenn man da Bock drauf hat. Stimmt, hier orange Items kannst du ziemlich viele bekommen. Was muss man dafür machen? Bittet euch um Hilfe, mit Hilfe... Zwei Grimoiren finden. Zum Beispiel habe ich hier jetzt gerade. Okay. Bei den großen Quests? Nee, unten bei den kleinen. Achso, ich meine jetzt auch die großen Quests. Also die großen Quests sind das jetzt eigene Aufträge. Die großen sind einfach nur Hauptaufträge. Du musst einfach die Quests nochmal spielen. Ach so. Deswegen finde ich es schade, dass man das erst freispielt, wenn man das Spiel einmal durch hat. Ja, das wäre intelligent, das ist auch schon so... Währenddessen. Ja, so ein bisschen so rein zu... Also wenigstens auch so diese Aufträge an sich, wo man dann sagt, töte Ratten, töte das, töte mach. Ja. Der halt ganz cool gewesen. Ist interessant, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das hätte mich mehr am Spiel gehalten, wenn ich es jetzt während der Hauptstory auch schon hätte machen können. Ja, eben. Sache. Ist halt ein bisschen schade. Ich meine, alles in allem finde ich, das Spiel hat noch sehr viel Potenzial nach oben. Ja. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Also mit den DLCs, die jetzt raus sind, ist ja noch nicht so viel, meiner Meinung nach. Nee, es sind jetzt, glaube ich, 4 Missionen, die noch dazugekommen sind und 4 neue Waffen oder so. Kann auch sein, dass 1-2 Missionen mehr sind, aber ist halt nicht so viel. Und da muss ich auch sagen, ich finde den Preis für die DLCs sehr happig. Ja. Ich glaube, 6 oder 7 Euro pro Stück. Dafür, dass du nur ein oder zwei Missionen kriegst. Also wenn es wenigstens für jeden Charakter eine neue Waffe gäbe. Mhm. Und ist 2-3 Missionen, okay, kann ich mitleben. Mehr kriegt man bei Payday auch nicht. Aber man muss auch sagen, bei Payday sind die DLCs regelmäßig im Sale. Immer. Und dann auch weit günstiger. Also kriegst du ja für knapp 2 Euro. Ich weiß gerade gar nicht, selbst außerhalb des Sales sind die Payday-DLCs, glaube ich, recht... Also ein bisschen günstiger als die Vermintide. Ja, ich sag mal so, man muss gucken, was jetzt bei Vermintide noch kommt, weil wenn bei Vermintide das jetzt noch so weit geht, das, was die jetzt am Ende angekündigt haben im Prinzip mit den Zombies und alles, was da noch kommt. Zombies? Die lebenden Toten haben sie doch angeteasert quasi schon. Also nicht nur die Ratten würden einfallen, sondern auch die lebenden Toten und das Chaos. Also ich wollte gerade sagen, wer sich ein bisschen so im Warhammer-Universum... So. Also nicht die Space Marines, sondern die... Fantasy-Variante davon. Da ist es, glaube ich, nur Chaos. Ja, sind das nicht auch diese Priester mit den riesen Büchern? Ah, nee, das war auch. Auch. Ja. Auch. Also, Chaos ist das Einzige, was sich da im Fantasy-Bereich ändert, ist, dass sie keine Maschinengewehre vor sich her tragen. Sind einfach nur vermurkste Gestalten. Je nachdem, welchen Chaosgott sie anbeten, haben sie, wie wir das eine Mal festgestellt haben, wahrscheinlich mehr als 2 oder 3 Brüste. Aber dann bin ich mal gespannt, ob sie das wirklich jetzt in diesem Spiel noch machen oder ob die dann sagen, Mensch, wir machen da jetzt noch ein eigenes Spiel wieder draus. Weil das wäre eine dermaßen vertane Chance, das nicht zu tun in einem Riesen-Update, sag ich mal. Ja gut, oder? So ein fettes Expansion-Pack. Also wenn, ich sag's mal so, wenn sie ein Expansion-Pack machen würden mit mehr Missionen, und vielleicht einer zusätzlichen Klasse oder so für 20 Öcken, würde ich das vielleicht als DLC auch kaufen. Mit einer weiteren Klasse fände ich ziemlich geil. Vielleicht sogar, ich muss ganz ehrlich sein, selbst wenn es hier nur für meine Klasse irgendwie noch ein paar Skins gibt. Ich bin immer ein Fan von Skins, warum nicht? Ja, aber so solche Sachen halt, das wäre nicht schlecht. Da würde ich nicht Nein sagen, also wenn so ein großes Expansion-Pack kommt. Aber diese kleinen sind bisher nicht so vielversprechend.
Ja, das. Also nicht da, zu dem Preis, weiß ich nicht. Ja, da können wir eigentlich nur auf das Sprichwort aufbauen. Kommt Zeit, kommt Red. Kommt Rad. Und ich habe gerade Red verstanden. Das habe ich auch gesagt. Und dann würde ich sagen, ich fand alles im einen, war es aber ein gutes Spiel. Auf jeden Fall. Das hat sich gelohnt. Man kann garantiert auch einfach nochmal so reinspringen aus der Mission spielen und so. Also das auf jeden Fall. Da ist halt dieses Brett eine willkommene Abwechslung. Ja. Also ich bin mal gespannt. Aber da würde ich sagen, das war erstmal Vermintide für dieses Mal. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder im nächsten Coop. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Alles Beste.